Hallo und willkommen zu dieser Folge der Rakensang Online, in der ich meine Waffe craften werde. Auf diese Waffe, ich meine, die ist jetzt noch nicht super, super gut. Aber soweit ich weiß, kann man, wenn man eine Waffe zusammengecraftet hat, die einmal nach unten craften, wo die Werte dann erhalten bleiben. Und auf eine neue Waffe, die da drauf craften. Mit neuen goldenen krassen Werten. Aber mit den alten goldenen Werten. Deswegen denke ich mir so, ja. Ich nehme den Boni jetzt erstmal an. Nämlich das Boni des erhöhten Damages. Wer kennt's nicht? Den ich durchs Q7-Set erhalten werde. Und durch die neuen verbesserten Stats, die da. Weil die absoluten Schadenwerte sind nicht gut. Sind nett, Gott, nein. Wir bekommen sogar was relativ cool ist. Also erstmal. Saphir-Papagei. Habe ich Saphir-Papagei schon? Weil wenn, dann würde ich am liebsten. Ja, instant schon mal. Ne, habe ich schon. Schade. Zwölftausend. Na, ist mir egal. Hauptsache, ich kann jetzt endlich meine Waffe fertig machen. Ja, hier war jetzt nichts. Klick, klick. Nee. Ich will beim Juwelier craften. Easy. So. Was braucht du das nochmal? Ich glaube das hier, ne? So, kommt hier fette Werte darauf. Jawoll. Rang 6. Neue ultra krasse Mega-Waffe. Easy. Ne, jetzt erstmal wieder. Ne. Glyphen entfernen. Ja. Obwohl, ich glaube, ich habe. Ich brauche noch nicht mal. Krass. Ich brauche noch nicht mal Pret Deluxe dafür, um mir die Waffe voll fett zu machen. Dann habe ich ja quasi genügend Punkte erreicht. So. Eigentlich, dass ich genügend Gold habe. Hä, war hier noch was drin? Jo. Übrigens, ich crafte ich dann jetzt auch einfach mal instant auch noch meine Steine. Vier. Ach genau, die wollte ich craften. Instant, überragende, super duper Rune. Aber ne, ich glaube, ich wollte das so machen. Die wieder da rein. So, jetzt kommt es natürlich drauf an. Das wollte ich hier kurz mal eben nachgucken, ob ich jetzt lieber 8% mehr Dingsbums-Schaden nehme oder das andere. Einmal kurz auch noch umskillen. Ich brauche ja ab sofort nicht mehr den Skill, sondern ich nehme ab sofort nur noch den. Und ich werde den Skill mit benutzen. Wo ich den jetzt reinpacke, weiß ich jetzt noch nicht. Ich werde den mal erstmal für Drachenzorn austauschen. So, jetzt bin ich natürlich am gucken. Wo nehme ich was raus und wo packe ich was zu?
Also für Sofarm brauche ich das so und dann nicht. Ich mu muss mir jetzt ein Normalfarm-Setup und ein Bossfarm. Hier kommt Bossfarm. Für Bossfarm braucht man die Dinger nicht. Ja, ich sag mal, fürs Erste ist so okay. So, fürs normale Farm. Machen wir erstmal X. Normale Farm, das braucht man. Obwohl fürs normale Farm, naja. Reichweite, den Vollskillen. Normale Farm, ne? Dann würde ich das auch sagen. Den hätte ich schon gern. Normale Farm, ja. Was brauchte man noch? Ne, hier. Irgendwie habe ich ein paar Punkte zu viel, wa? Normale Farm. Das normale Farm. Ja, guck mal hier. So, das normale Farm braucht das. Würde ich jetzt mal schätzen. So. Bosse brauchen ja hier die Punkte nicht. Da würde ich ja hier dann gern drauf gehen wollen. Wobei der Feuerschaden. Da kann man sich überhaupt streiten. Aber die paar Punkte, Feuerschaden. Da würde ich am liebsten hier auch noch was drauf geben. Hier ist auch der Punkt, wie nah geht man an den Boss ran? Das auf jeden Fall nicht, das brauche ich auf jeden Fall. Befreit einen von Betäubungseffekten und sonst was. Sollte man natürlich jetzt. Ich werde es mal austesten. Wie oft ich dann das tatsächlich benötige. Meistens benutze ich eher den zum Befreien und das bin ich so von Haus aus direkt drin. Werde ich halt sehen, was besser ist und was nicht. Und wenn. Ja. Im Notfall mache ich halt die paar Damage, die man halt mehr bekommt, dann halt weg. Wobei ich auch sagen muss, dass diese fünf Dinger jetzt nicht so ausschlaggebend sind. Obwohl, Moment mal, der Scheiß, den brauchen wir überhaupt nicht, ne? Ja, okay, ich weiß aber jetzt noch nicht, wo ich den anders hinpacken soll. Wie viel würde da jetzt ein Punkt fehlen, wa? So, einmal kurz Draken abholen. Jawohl. Ja, stimmt, da wollte ich gucken. 7,21. Na, laut Adam Riese Speed Breakpoints brauche ich für Rage Attack, Rageful Swing, Smash. Smash braucht hat einen von 1,7391. Und Rage Swing Full hat 1,7,65. 1,7,6. 1,7,65. Als nächsten Breakpoint. Attack Speed Point. Ja, okay, dann werde ich wohl. Wo? Ich habe da jetzt schon wieder. Ja, da. Alles klar, ich bin zu schnell für diese Welt. Ja, ich werde dann hier das Ding reinpacken und hoffen, dass ich jetzt auf meinen. Nein, mir fehlt ein Breakpoint. Da muss ich wohl einen hierhin stopfen. 1,65. Dann habe ich jetzt 1,6. 8. Ja, da bin ich über diesen Breakpoint. Sollte das erreicht haben. Habe nun einiges an Damage mehr. Freut mich sehr. So, jetzt muss ich nur noch die Waffe halt verbessern. Weil die ist echt wirklich eine richtige Low-Waffe. Wenn man sich das mal anguckt. Ich glaube, das kann man jetzt echt schlecht vergleichen. Man sieht, die gehen nach unten.
Na, keine Ahnung. Die Waffe war auf jeden Fall nicht das Beste vor. Ich glaube, das waren so fast Minimalwerte, deswegen. So warte ich auf Goldwerte, bis bei der Waffe dann was Besseres kommt. Aber hey, endlich habe ich eine Waffe, mit der man leben kann. So. Da wir ja schon dabei sind, machen wir die auch noch frei. Jetzt hätten wir 7500. Jetzt müssten wir noch da was dazu machen, damit ich mir das komische Kostüm haben holen könnte. Ja. Habe ich noch irgendetwas, wo sich das lohnen würde, jetzt sofort da was reinzumachen? Nee, eher nicht. Dann lassen wir es fürs Erste sein. Da können wir. Obwohl, ich glaube, ich sollte dann hier eher mir so ein Amethyst rausholen. Leben, ja. Auf jeden Fall die Resis bei Feuer haben sie jetzt deutlich gesteigert. Damage hat sich auch gesteigert. Ich würde schon sagen, dass sich das Leben gesteigert hat. Ich glaube, ich hatte so vorher nicht so viel. Wenn der eine Boni jetzt dahin gehen würde, dann wäre ich auf 75.000. Ja. Klingt doch schon mal nicht schlecht. So, jetzt will ich aber einmal auch da testen, wie krass denn der Damage denn jetzt abgeht. Dürfte auf jeden Fall jetzt richtig hart abgehen. Mein Damage ist ja jetzt alle einfach mal um 3000 gestiegen. Beziehungsweise um. Das Geile ja bei dem Dingsbums ist ja. Und schon habe ich sie wieder ready. Drück das hier ein paar Mal drauf. Und schon ist es wieder ready. Das ist so geil. Boom. So, jetzt fahr mich hier mal ein bisschen so. Mega geil, Alter. Und schon wieder fertig, Alter. Bam. Geil. 26.000 Damage habe ich jetzt, Alter. Easy. Weil der Damage. Ja, okay, jetzt habe ich gerade keinen Gegner getroffen. Man muss einen Gegner treffen. Bam. Also ich habe jetzt 26 bis 33.000 Damage. Weil dieser Buff, den werde ich so gut wie immer ready haben. Da ich mir wahrscheinlich jetzt gleich auch noch ein paar Steine holen werde. Von Gauklern Steine, weil ich will hier auf jeden Fall auch noch was dazu haben, damit das hier halt auch nochmal reduziert werden kann. Und wahrscheinlich, ich weiß nicht. Ich guck mal nochmal nach. Ich guck. Das wäre 8%. Drei davon zusammen wären.
12. Das heißt, ich brauchte 9, um eine Super-Duper-Rune zu bekommen. Ja. Ja, ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, hier an Attack Speed noch mehr ranzukommen. Um halt noch schneller die Abklingzeiten zu reduzieren. Oder ich gehe jetzt erstmal einmal richtig hart am Shoppen von Fokusruhen. Wie viel würde ich denn dann da bekommen? Auf jeden Fall könnte ich 6. Das wären 9%, 9%, 13,5%. Moment mal, ne, ich bin schon wieder. Ich habe 80 Kleeblätter. 60 davon könnte ich direkt umwandeln in Zweierstein. Das heißt, ich hätte dann jetzt 18%. Nochmal 2 könnte ich umwandeln in nochmal Dingsbums vor. 19,5. 19,5, die ich die weniger machen kann. Dann gucke ich mal kurz. Ich glaube, das dürfte in 8 Sekunden sein, die das dann bringt, wa? 10 mal. Boah, was rechnet man da jetzt? 0,1. Das. Ne. Ja, vielleicht. Ja, machen wir hier 10 mal 80, nee. 0, 19, bla bla sind 80, 5. 0,5. Ja, wir dann bei 8 Sekunden. Ja, okay. Allerdings hierbei wäre das eine enorme Steigerung. Ich rechne jetzt auch mal eben noch kurz aus. 60 mal. Wie viel war das jetzt? 0,805. Wäre es bei 48 Sekunden? Das wäre auch schon nicht schlecht. Was könnte ich mit den großen Steinen erreichen? Da könnte ich mir 4 Stück von kaufen, das heißt eine davon verbessern. Dafür müsste dann 24 Crit Damage von weichen. Ich glaube, ich habe jetzt gerade doch irgendwie einen Fehler gemacht beim Craften. Vier, vier, acht, acht. Komm, ich habe eh jetzt gerade genügend davon. Das heißt, dann hole ich die mal raus. Acht, acht, vier, vier. Ja, jetzt habe ich hier noch jeweils 2% davon. Ja, okay, dann können die jetzt auch erstmal drin bleiben. Hab dann doch nicht, nur doch nichts Besseres. Ja, okay. Da bin ich mittlerweile echt immer überlegen, ob ich die nicht einfach. Ja. Austausch gegen. Attack Speed halt. Also ich könnte auf jeden Fall instant. Die drei austauschen gegen nochmal 24%. 22%. Dingsbums. Das klingt aber gar nicht mal so schlecht, ne? Das Instant. Dann könnte ich drei.
Nee, 2. Ich glaube aber, Attack Speed ist tatsächlich besser. Naja, wird man sehen. Kann ja mal euch fragen, was findet ihr besser? Ein paar Abklingzeiten hier oder Attack Speed Steine hier drin? Oder ich sammle die noch, bis ich 100 habe. Und dann kaufe ich groß ein. Ja, man, ich weiß, man kann ja auch Vollmond-Event farmen, aber da droppen die halt nie. Bin ich halt echt zur Zeit am Überlegen, was ich jetzt so mache. Ja, ich würde mal sagen, das war mein mega krasses Waffencrafting. Bis dann. Ciao. Endlich mit Q7-Set. Jawohl.